Guten Tag, ich begrüße Sie hier in Räumlichkeiten der Galerie Gehlock in Berlin-Charlottenburg. Mein Name ist Anna Hermann, ich bin die Kuratorin der Ausstellung Nicht ins Namenlose versinken, Verantworten, die hier im Rahmen des 150-jährigen Geburtstags von Ida Demel gezeigt wird und auch im Rahmen des Europäischen Monats für Fotografie. Ida Demel wäre am 14. Januar 150 Jahre alt geworden. Sie stammte aus einem säkularen jüdischen Elternhaus in Bingen am Rhein, verließ aber ihre rheinische Heimat zugunsten der Metropolen Hamburg und Berlin, in denen sie bald eigene Salons unterhielt. Demel war selbst keine Künstlerin, obwohl sie Mitglied im Werkbund war und eine erfolgreiche Werkstatt für Perlarbeiten betrieb. Sie verstand sich als Förderin moderner Kunst und Muse und später war sie auch die Nachlassverwalterin ihres Dichtergartens Richard Demel. Ida Demel engagierte sich politisch für das Frauenwahlrecht, das ja im November 2018 eingeführt wurde, als auch für wohltätige Zwecke. Sie liebte den großen Auftritt und war unter ihren Zeitgenössinnen auch nicht unumstritten. So trug sie beispielsweise die als skandalös empfundene Reformkleidung, die beispielsweise ohne Korsett getragen wurde, war geschieden und wieder verheiratet oder ließ sich achtmal von der Malerin Juni Röftorn porträtieren. 1916 gründete sie gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Dr. Rosa Shapiro den Frauenkunstförderung Deutscher Bildender Kunst. Und 10 Jahre später, 1926, folgte die Gründung der Gehlock als Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen, die nun explizit Künstlerinnen und Förderinnen vereinte. Mit dem Wahlsieg der Nationalsozialisten 33 wurden in der Demel die Möglichkeiten, sich für moderne Kunst und Künstlerinnen zu engagieren, vollständig genommen und 1942 begingen sie selbst. Die Ausstellung Nicht ins Namenlose versinken, Verantworten nimmt nun Ida Demels Appell zum Anlass, über Formen des Vergessens und Erinnerns sowie Möglichkeiten des Aufhaltens, Stillstellens oder im Kontext der Fotografie spricht man auch von Arretierung nachzudenken. Der Titelzusatz des Wortes bzw. der Wörter Verantworten und Antworten ist dabei ein doppelzüngiger Vorgriff auf das, was die Besucherinnen hier erwartet. Die Fotoarbeiten der 12 teilnehmenden Künstlerinnen reflektieren, variieren und verweigern sich nicht nur einem Vergessen. Die Arbeiten geben auch polyperspektivische Eindrücke, wie Verantwortung übernehmen und Antworten aussehen können. So verweist zum Beispiel Gertraude Kohls Inszenierung, dass etwas getan werden muss, auf Aktion. Zugleich ist Kohls Werk für Sie als Besucherin mit der gezeigten Wiese eine Einladung von der Straße, die wir da sehen, also ich da sehe, in die Galerieraum zu treten, um herauszufinden, was es auf Ihrem Bild und den dort gezeigten Schildern geschrieben steht. Das kuratorische Konzept der Ausstellung arbeitet also mit Verlockungen. Während die gezeigte Wiese im Kurzwerk sie in Verheißung auf einen Garten in die Galerie zieht, zeigen die Arbeiten im ersten Raum, worum es, und in dem befinde ich mich hier, in der Ausstellung Nicht ins Namenlose versinken geht. Flanieren Sie durch die Sohnesstraße und bleiben vor den Schaufenstern oder den Galeriefenstern der Gehlock stehen, sehen Sie links sich eine Arbeit von Karin Damas, die ebenfalls Schaufenster heißt, gegenüber, auf der die Künstlerin ebenfalls vor einer Schaufensterscheibe steht und sich in einer Schaufensterinszenierung einer Kleiderpuppe spiegelt. Daneben sehen Sie weitere Arbeiten von Damas. Die in ihren komplexen Aquarell-Fotosettings ebenfalls das Thema der Kleiderpuppe aufnimmt
und mit weiblicher vestimentärer Bewegungsfreiheit verschenkt, also wie ein Nachklang von Demels avantgardistischem Modegeschmack. Bereits vom Straßenraum sehen Sie also, welche Themen die Ausstellung aufwirft. Es geht um Weiblichkeit und Bewegung, um Erinnern und Sprechen, wie beispielsweise die zehnteilige Arbeit von Lee Schweitzer farbintensiv vor Augen führt. Sprechen muss nicht immer angemessen sein, sondern kann, wie Schweitzer zeigt, auch eine widerspenstige Rede sein. Wie die Grimassen Schweitzers deutlich machen, oder kann, wie Paula Telescas Fotografien mit den übereinander gestapelten weiblichen und männlichen Mündern zeigen, auch zum Nachdenken anregen, mit oder in wie vielen Zungen gesprochen werden, wenn Münder und Zungen als Metaphern für das Sprechen selbst verstanden werden. Barbara Nozulas großformatige Fotografien mit dem Titel In Memoriam Theresa konturieren das Thema der Erinnerung, indem sie auf eine Person anspielen, ohne diese jedoch im Feld des Visuellen einzulösen. Bei Theresa handelt es sich nämlich um die heilige Theresa von Avila, die nicht nur in Spanien seit dem 16. Jahrhundert als Kirchenlehrerin und Mystikerin verehrt wurde oder verehrt wird. Erinnerung, innen, an oder aufhalten, ist mediengeschichtlich immer wieder eng mit der Fotografie verknüpft worden, die als Lichtschrift unmittelbar an ihre ReferentInnen gebunden ist. Fotografie entwickelt sich immer im Gefüge von Bewegung und Stillstand. Diese Anordnung folgen zeigt die Ausstellung im zweiten Raum, Marion Louise Buchmanns stillgestellte Videobilder zum Tanz. Zum Tanz gegenüber von einer Videoarbeit von Jesús López Vidal, in der Künstlerin zunächst die Haare aufgrund einer Krebsdiagnose geschoben werden und dann ein Tanz mit ihrem Krebs beginnt, der auch auf so einem Antivandalismus auf der musikalischen Ebene fortgeführt wird. Beide Arbeiten spielen mit Doppelfiguren als Schattenspieler Buchmann und als Doppelgängerin bei Lucas Vidal, um ein Suchen nach Antworten medial und darüber hinaus auszudrücken. Jean-Félix' dreiteilige Arbeit Neubau zeigt einen Wohnblock aus der sogenannten Phase des Brutalismus und wendet das Ausstellungsthema gesellschaftlich. Formen des massenhaften Zusammenlebens, die gemeinhin als beengend und hässlich empfunden werden, bekommen über die Genauigkeit der glänzenden fotografischen Oberfläche eine Plastizität und Schönheit, die den gemeinen vermeintlich groben der Architektur gegenübersteht. Neben dem Neubau sehen Sie die dreiteilige Serie Spieglein von Christine Sophie Bös, die medienreflexiv sowohl Bezug auf Künstlerinnen, Selbstporträts, Ex-Negativo, als auch die zeitgenössische Selfie-Praktiken aufnimmt, indem sie ihr Gesicht im Spiegel wegblitzt. Im Narrativ der Hängung ließe sich das auf den Fotografien gezeigte Bösche Badezimmer-Setting wie ein intimer Einblick in das Leben von Frédérique Neubau-Besucherinnen vorstellen. Kehren wir auf die Straße zurück, wo eigentlich die Eröffnung stattgefunden hat. Rechts von uns sehen Sie dann eine Montage von Burkhard Altheim, auf der Sie das Ausstellungsmotto nicht ins Namenlose versinken, mit kleinen runden Spiegeln
Florence Henrys mittlerweile ikonischen Selbstporträt sowie den Namen der Künstlerin auf blauem Grund portiert. Hier gegenüber hängt die Fotografie von Jean Fredat mit dem Titel Verantwortung, die auch auf der Einladungskarte zu sehen ist und die einen öffentlichen Raum mit einer aufgespannten weißen Leinwand präsentiert und somit stellvertretend für alle Positionen der Ausstellung an die Materialität von nicht nur fotografischen Bildern und das Rahmen des Rahmens sei dieser künstlerischen Ideal, Gesellschaftsbild etc. erinnert. So, und hier sehen wir noch die Arbeit von Maiko Date. Es ist erstmal nur ein Teil ihrer Tanzperformance. Sie werden sich vielleicht wundern, warum wir hier diesen kleinen Sandhaufen mit Zeugs in Anführungsstrichen in der Galerie sehen, in einer Fotoausstellung. Tja, und Fotografie hat immer viel mit Spuren und mit fotografischem Index zu tun. Und das Thema der Fotografie führt Maiko Date eben oder überführt sie ins Innentanz. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Rundgang durch die Ausstellung.